Das Konzept des Schülerforschungszentrums beruht erst einmal auf einer Idee, die bestehenden Einrichtungen, die wir hier an der Schule haben, insbesondere für andere Schulen, noch weiter auszubauen. Im Moment haben wir hier eine sehr schön funktionierende Einrichtung, nämlich unser Schülerlabor Astronomie. Das besteht aus drei, ich sag mal, Institutionen. Das einmal ist eine Schülersternwarte, bestehend aus 6 Beobachtungsinseln und einem Sternwartengebäude, wo also Schüler selbstständig beobachten lernen und auch Projekte durchführen. Im zweiten Raum stehen wir hier gerade selber. Das ist ein astronomischer Projektraum mit selbstgebautem Planetarium, vielen, vielen astronomischen Schülerprojekten, die hier dauerhaft ausgestellt sind, Lernstationen und als drittes noch ein Astro-Workshop-Raum. Das haben wir in Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität Wuppertal kontinuierlich ausgeweitet und ausgebaut, ausgeweitet auf andere Fachbereiche auch. Da denke ich an den Fachbereich Biologie und auch an den Fachbereich Chemie. Neu hinzugekommen ist jetzt die Informatik und hier geht es eben darum, genau diese Angebote weiter auszuweiten, zu professionalisieren und vor allem auch zu verstetigen. Es gibt viele verschiedene Aspekte, weshalb die Kooperation mit dem Schülerforschungszentrum für uns als Universität hochinteressant ist. Zum Beispiel die Sternwarte ist eigentlich ein Gemeinschaftsprojekt auch mit uns an der Universität, denn die Universität kann für ein solches Projekt in besonderer Weise Mittel einwerben, die für die nicht ganz unerhebliche Finanzierung zum Beispiel des großen Teleskops dann mit eingebracht werden. Natürlich hängt das Ganze an den hoch engagierten Lehrern, die es am Karl-Furth-Gymnasium gibt. Aber auch auf unserer Seite gibt es hoch engagierte Professoren, die dann insgesamt zusammenarbeiten und dieses Schülerlabor zum Beispiel auch für die Lehrerbildung nutzen. Ich habe beim Projektkurs Milena mitgemacht, das heißt MINT-Lehrer-Nachwuchsförderung und zielt darauf, jüngere Schüler, beziehungsweise eigentlich eher Oberstufenschüler, auf den Lehrerberuf vorzubereiten, weil es de facto zu wenig MINT-Lehrer gibt. Und da so ein bisschen die Begeisterung zu wecken, steckt darin. Es ist so, dass es für uns einen Startpunkt bedeutet, diese Ernennung zum Schülerforschungszentrum. Ein Startpunkt, mit dem wir im Grunde genommen jetzt auch noch mal weitere Partner akquirieren können und letztendlich auch für diese Idee begeistern möchten. Es ist ein Titel, den wir letztendlich auch gewonnen haben, der uns helfen wird, auch weiterhin diesen Bereich auszubauen, so wie wir es eigentlich vorhaben, diesen noch mit mehr Leben zu füllen, als es vielleicht auch derzeit der Fall ist. Und wir wollen natürlich uns in NRW so positionieren, dass wir sagen, wir haben einen idealen Standort hier, wir haben schon perfekte Kooperationen zur Universität, zur Junior-Uni, zu anderen Bildungsträgern, sodass wir hier an diesem Standort zwischen dem Ruhrgebiet und dem Rheinland eine sehr gute Möglichkeit bieten, für das Land NRW ein Schülerforschungszentrum einzurichten.